Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Silber Randomizer Nuzlocke mit dem Tam. Ich bin Tam. Jungchen. Ja, so sieht's aus. Du nicht. So. In der letzten Folge haben wir ungefähr hier aufgehört. Ich habe aber erstmal das Spiel für mich leiser gedreht. Ich war ein bisschen spazieren zwischen den Aufnahmen, nicht? Und hab mal kurz Telio wieder reingetauscht für Molnar. Einfach weil ist gerade besser. Ich habe hier eine Feuerattacke, ich habe eine Elektroattacke, Donnerwelle habe ich trotzdem, ich habe einen starken Surfer und Molnar hat das halt nicht. Also doch schon die Donnerwelle, aber hey, ich muss jetzt ganz kurz gucken. Wäre cool, wenn ich Molnar dabei hätte. Scheiße, egal. Scheiße. Irgendwo fängt ja die neue Route an, nicht? Und wir gehen da jetzt rüber. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht jeden Schritt gehen und auf die Karte gucken. So sieht's aus. Okay, wir sind schon auf Route 27. Wir sind nicht mehr in Neuborg hier. Das heißt Pokémon Fang Zeit. Haben tun, haben sein. Meine Fingernägel sind nicht sauber. Okay, wir haben es nicht, sonst will das da dran stehen. Ich bin da immer ein bisschen verwirrt. Wie fangen wir dich? Ich habe noch. Ich glaube, ich habe noch Klammergriff auf. Hier, Fribbekin. Hey. Boah. Habe ich kein Hypno? Naja, okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich könnte schwören, ich hatte schon mal ein Traumato, aber gleichzeitig, wer weiß das schon. Kein Steinwurf. Kein Sandsturm. Klammergriff kann ich rauswechseln. Mega nice. Und jetzt werfen wir Bälle. Habe ich noch einen Pokéball oder habe ich den rausgeworfen? Habe ich rausgeworfen. Du bist mir aber kein Hyperball wert. Du Rüseletta. Die kleine Rüseletta. So sieht's aus. Toll. Ich meine, wir hatten noch kein Traumato. Es kann sich an jeden gefressenen Traum erinnern. Die Träume von Kindern bekommen ihm besser. Ich meine, wem nicht? Träume von Erwachsenen sind nur Albträume über die Schule. Oh Gott. Mr. Mime. Warum eigentlich Mr. Mime als Ding-Logo? Egal. Und nicht vergessen, Rüsel schreibt man mit einem S. Rüsel. Schade, ich wollte da jetzt ein Zeichen reinmachen. Linda. Schön. Haben noch ein Pokémon, was ich bestimmt mal benutzen werde. Stinky Poo. Ja, komm. Machen wir Pei nach vorne. Du kannst ehrlich gesagt ganz weit runter. Ich werde dich nicht zu viel benutzen, vermute ich. Und du sagst mir, ich bin jetzt in Kanto. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast den ersten Schritt in Kanto gemacht. Voll geil, oder? Ja, fuck you. Gibt's hier irgendwas? Da gibt's doch bestimmt Pokéball. Wenn es da nur einen Aprikoko-Baum gibt, dann gibt's Prügel. Das kann ich aber sagen. La, la, la. Oh. Was gratis. Dun, 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 dun. Ich kann dich ja beißen, weil du so ein geiler Schoko-Vanille-Pudding bist. Nom nom. Ich sollte bald Knirscher bekommen? Habe ich das richtig im Kopf? Ich weiß nicht. Und auf Level 55 kriegt Pupita Erdbeben. Nicht Despota, sondern... Ist das ein Ball, der überhaupt funktioniert? Fängt anderes Geschlecht leichter. Ich... Die Sache ist, in Gen 2 irgendwie die Hälfte der Pokébälle geht nicht. Also der Aprikoko-Pokébälle. Also nicht geht nicht, die können schon Sachen fangen. Aber das, was sie tun sollen, machen sie nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Traumato. Ups. No.
Ihr seid auch nicht so viel. Guck mal, ich habe 8 Orden, ja? Hätte ich hier schon hinschwimmen können, seit ich Surfer habe? Ja, stimmt, wahrscheinlich kannst du in die Tojo-Fälle, aber du hast halt Kaskade nicht bis. Bringt der Drachenorden, dass man Kaskade einsetzen kann? Hier kann ich was fangen. Wechseln wir wieder. Heute werden wir irgendwie 3 Schritte weit kommen, aber wir werden bestimmt viel geschafft haben. Ganz wichtig. Ich will was angeln. Einfach, weil es dann auch noch halbwegs stärker sein kann. Los geht's. Allzeit der Welt. Ich glaub dir nicht. Ich kann auch rein surfen, das ist nicht das Problem. Da, komm. Man muss nur drohen. Beißi, beißi, jetzt komm schon ran. Oh. Aber halt auch nur Level 20. Sonst wäre das echt geil, hier zu trainieren, Donnerwelle. Schade. Nebenher trinken, ganz wichtig. Es ist warm. Heute ist es tatsächlich kühler. Aber das heißt nicht, es ist kühl. Fribbeken, wir machen das einfach nochmal. Dieselbe Sache nochmal. Pikapi, Pikachu. Das ist okay für mich. Dann one-hit ich dich schon nicht, vielleicht, weiß nicht. Ich meine, es ist ein Miltank. Ja, das one-hitted man nicht. Oh. Fribbeken, könntest du bitte mitspielen? Wisst ihr, warum ich Klammergriff nie benutze, ernsthaft zum Kämpfen? Das hat Gründe. Das hat nicht wehgetan. Ich meine jetzt doch Sunshine. Ich hoffe, bevor es stirbt, nutzt es Milchgetränk. Ich hoffe aber jetzt benutzt es nicht Milchgetränk. Beziehungsweise den Hyperball wird es schon fangen, bevor es umkippt, ja. Falsch. Wo bin ich? Da, Superball, los geht's. Ich fänge dich. Ich wollte gerade sagen, ist sogar weiblich. Miltank sind immer weiblich. Das macht schon Sinn. Okay, ich habe mir mehr Sorgen gemacht, als ich musste. Easy Game, easy Poops. Wenn es gerade ein Junges hat, dann erhält er nämlich mehr Nährstoffe als gewöhnlich. Okay. Das ist easy. Ich hatte mal in einer Liga einen Miltank und das war mega gut. Und natürlich heißt es Naples. Gibt's da links was? Wenn ich den Rand nicht sehe, bin ich natürlich neugierig. Oh. Es ist Geld und ich würde gerne einen Arsch voll Top-Genesung kaufen in der Top 4. Ja, Kaskade. Das ist ja die beste Animation der Welt, das habe ich vergessen. Hier noch was. Hui. Ha. Siehst du? Da weiß ich, dass ich es nicht fangen müsste. Ich dachte, Funkensprung ist auf dem ersten Platz. Naja. Oh, guck dir an. Sepa ist mega süß. Und tot. Nun. Ist wie es ist. Aber wir haben einen Seemon. Ist okay. Ich glaube, die hat Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor normalerweise. Was ich relativ cool finde. Auch wenn ich noch keinen. Also wenn es bis hier sonst keine Trainer gibt, die halt einfach ne? Glurak oder so haben. Ich habe vergessen, ob Läuterfeuer missen kann. Ich. Hilfe, wo bin ich? Ich will es nicht raufbeschwören. Warte mal. Achso, stimmt, du hattest Aurora-Strahl, ne? Muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber du bist ein relativ guter Counter gegen andere Pflanzengift-Pokémon. Die machen dir eigentlich gar nichts. Vor allem, weil Standespur keine Wirkung hat. Oder daneben ging. Ich bin immer mega verwirrt. Ich glaube, Donnerwelle geht auf Elektro-Pokémon, aber Stachelspore nicht auf Pflanzen? Vielleicht? Was weiß ich. Übrigens, wie gesagt, eigentlich Bisa-Reihe. Ultrigaria ist da nicht so weit von entfernt. Radikal ein bisschen. Hier Rasierblatt. Aber mittlerweile haben die
halbwegs vernünftige Level. Die wilden Pokémon nicht. Und in der Siegesstraße wird es keine Gegner geben. Aber guck dir an, 35. Hier, Feuerball. Ich habe immer noch Schlafpuder Egelsamen auf dem Pokémon. Hätte ich Matschbombe, würde ich vielleicht irgendwas wegtun. Ich weiß es nicht, weil Schlafpuder und Egelsamen sind halt geil. Aber gleichzeitig könnte ich halt auch einfach eine Top-Genesung in dem Kampf reinballern. Dann brauche ich Egelsamen zumindest nicht. Weil ich meine, was könnte Epipactus nicht besiegen? Wo wäre Egelsamen besser, als mit den speziellen Angriffen drauf zu ballern? Im Grunde ein Hytera. Da wäre Egelsamen mega gut, aber da wäre auch in irgendein physisches Pokémon wechseln drauf auch gut. Heißt du mich? Well. Du bist nicht die Heilerin. Aber das stört mich nicht. 37 Sandsturm. Oh, das ist sogar geil, weil theoretisch könnten das ein paar meiner Pokémon lernen. 37 hat sie gesagt. Aha. Elliot! Das könnte ich mir bei Fribbikin vorstellen. Ich bring's ihm jetzt nicht bei, weil wir noch ein, zwei Pokémon fangen können. Und ich halt hier den schlechtesten aller Wickel behalten will, den Klammergriff. Aber, ey, mein Fribbikin gegen den Gegner Stalos, wer gewinnt das Pokémon mit der Kampfattacke? Das kann ich dir aber sagen. Doch, doch, das gefällt mir. Ich könnte es natürlich auch unserem Despotar dann beibringen. Da ist nur die Frage, warum. Normal-Pokémon kann ich halt auch mit den Steinen kaputt hauen. 26 ist quasi nach der Kurve, okay. Ja, komm, kämpfen wir einfach so. Lassen wir mal meine voll digitierten Pokémon kämpfen. Die anderen kann ich ja trainieren dann offscreen nach. Ich habe vor, jetzt in den Aufnahmen noch... Guck mal, da ist ein Glutexo. Den Rivalen zu besiegen, ohne dass ich davor zu hoch trainiere. Ich glaube, sein Ace ist 50. Es kann sein, dass ich es trotzdem mache, wenn ich nach der Folge irgendwie google, was er für ein Ace hat. Und dann denke ich mir, oh oh. Vor allem, wenn ich Rochenstrahl im Team haben muss. Fände ich ärgerlich. Aber sonst ist eigentlich die Idee, zur Liga zu gehen, Sachen zu kaufen und dann zu trainieren quasi. Ich habe nur spezielle Attacken und du hast ein relativ gutes Spätzdef. Wo bin ich? Jetzt wäre Fegekick geil. Ist dir das aufgefallen? Mir ist das aufgefallen. Fribbikin, wir machen das. Hallo? Ich bin froh, nicht speziell anzugreifen. Sandsturm. Einfach weil ich es lustig finde. Sei mir ehrlich, ich könnte auch einfach Steinwerfen. Okay. Zum Glück hat das noch nicht High Horsepower oder so im Set. Und es kann nicht explodieren, weil jetzt eine Explosion. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Fribbikin überlebt. Geh weg! Satan! Warte, er hatte Bauchtrommel, Einigler und Amnesie. Hast du einen Angriff? Hast du Tackle oder Body Slam? Vielleicht werden wir es nie wissen. Aber Bauchtrommel macht einem erstmal Angst. Hätte ich nicht einen Stalos im Team, würde ich mir denken. Oh! Niemand mag dich. Es gibt keine vierfach effektiven Attacken gegen Stalos. Trotzdem mag ich dich nicht. Hast du Metronom? Ich werde nicht nachgucken. Aber ich hätte auch ungern jetzt... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch ungern jetzt eine Hydropumpe in der Fresse. Bin ich Ernesto? Du darfst ausschlafen. Nee, peige ich nicht. Dumme Idee. Elliot. Weil... Was kann es? Es gibt keine guten Kampfattacken in dem Spiel und das ist das Einzige, was effektiv wäre. Und ganz ehrlich, das macht mir nichts. Das Schlimmste wäre irgendwie Metronom Step Explosion. Warte mal. Geh, Satan. Danke. Danke für den Crit.
Ich glaube, der war wichtig, weil Elliot ist halt echt nicht so der Schläger, die Schlägerin. Bei jedem Schritt. 27. Ich würde gerne. Nein. Ich habe 10 Hyperheiler. Die müssen halt einmal reichen, bis wir in der Liga sind, ne? Ach komm, brauche ich nicht. Ich hätte jetzt, wäre es irgendein anderes Pokémon, was Schaden genommen hätte, außer Epipactus, hätte ich es geheilt, aber Epipactus kannst du not irgendwo Egelsamen drauf werfen. Dann schneide ich das raus und heile mich so. Ich will jetzt nicht Zeug verschwenden. Ich habe eine Daumel, das ist doch schön. Das ist ein schlechtes Matchup für dich, mein kleiner, lustiger Freund. Boink. Guck das Remoraid doch. Oh! Geil. Wiedersehen. Ich dachte gerade, oh, weiß nicht, kann Mantax eine Flugattacke, aber ich war nicht in Epipactus. Also, scheißegal. Sagen wir mal doch den Daumen. Mantax ist cool. Tatsächlich hatte ich das erste Mal Mantax. Was sehe ich da unten? Okay. Das erste Mal hatte ich Mantax tatsächlich in Diamant, weil da habe ich einen Mantyps gefangen. Und das entwickelt sich mit Wellenrauch oder so? Da war das sonst im Zücht. Ich meine, ich bin Elektro-Pokémon. Aber gleichzeitig. Ich könnte in Elliot gehen, weil es noch speziell ist. Ich könnte in Fribbekin gehen, weil. Was kann es mir? Ich könnte in Epipactus gehen. Dann kommt ein Läuterfeuer. Ich will tatsächlich Egelsamen drauf werfen. Gucken, was es kann. Heißt dann tot. Donnerschock übrigens. Ganz ehrlich, frühe Elektromons, die können einfach nichts und es ist so schade. Stinky! Das ist okay für mich, du. Außer es geht jetzt ins Wochenstrahl. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Nun. Silberblick übrigens, das hat Donnerschock, wahrscheinlich Biss, Brüller und Silberblick. Das heißt, Silberblick macht gar nichts. Wenn du. Das ist interessant in Randomizern. In Gen 3, das Regi-Trio. Oh, Ruckzuckieb. Bringt dir sogar was. Das Regi-Trio hat Explosion. Wenn du frühen willst, Regi triffst, versuch wegzurennen. Das wird nichts. Außer du hast schon Meisterball aus irgendeinem Grund. In der Gen hier, Raikou, Entei und Suicune. Auf jeden Fall Raikou, ich glaube aber die anderen beiden auch. Die haben Silberblick und Biss auf kleinen Leveln. Die können halt nichts. Das ist immer ganz lustig. Ach, gehen wir auf Rutenschlag, wollen wir ein bisschen stärker halten. Weil. Ja. Die haben teilweise eine recht gute Spätze und der Biss ist nicht schlecht, aber der ist Non-Step. Die können den nicht irgendwie boosten. Und es ist halt auch nur ein Biss irgendwo. Könntest du das bitte nicht machen? Hier ein Stein, Junge. Trinken. Aber ein Gen 3, ein wildes Regi. Renn weg. Das sah hübsch aus. Das hat mir fast wehgetan. Das wird mir mehr wehtun tatsächlich. Oh ja. Naja, tschüss. Stein. Und fertig. Oh, nicht fertig. Bin ich noch ein Feuerwirbel? Hast du Hypnose? Wenn ja, lass es. Oh. Unangenehm. Weicher los. Jetzt lohnt sich zumindest. Halt mich fast voll. Wir müssen auf 92 sein. Ja, wie habe ich das gewusst? Das ist ärgerlich. Naja, soll er sich mit Bodycheck selber wehtun? Dum, 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 dum. Nein, bitte nicht. Schnabel ist okay, weil es nicht so viel weh tut. Bodycheck ist tatsächlich ein bisschen gruselig. So, es müsste jetzt wieder neutral sein wegen Reflektor und Rutenschlag. Und dann gehen wir kotzen. Wunderbar, wunderbar. Killt dich das schon selber? Warte, von 60 runter auf Ding, was heißt, ein Crit würde 120 KP Schaden machen.
Das ist gruselig. Nee, drück doch Bodies Check. Das ist okay. 120. Erstmal voll heilen. Vielleicht killt er sich jetzt selber, vielleicht kriegt er in der nächsten Runde den Stein ab. Man denkt halt nicht drüber nach, dass Noctu physisch angreift, aber natürlich in Gen 2 Flug normal. Es kann nur physisch. Es kann Konfusion, aber hat es vielleicht auf dem Level nicht mal mehr. Aufpassen. Kann es Konfusion? Oder verwechsel ich da gerade was? Ich weiß, Hut lernt Hypnose. Doch, Konfusion kann es auch, oder? Das habe ich schon richtig noch im Kopf. In meinem Alter. Mallory! Ja, wow! Nun. Falls euch diese... Du hattest mir ins Ohr. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir weitergehen. Termin ist raus. Bis dahin.